Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus mit Newcastle United. Wir sind wieder am Start mit einer neuen Episode und Freunde, es ist heute soweit. Wir spielen in der Coppa Europa gegen, niemand Geringeres als Manchester City. Das heißt quasi, wir haben in einem Spiel die Chance, einen Titel zu gewinnen. Das wollen wir natürlich schaffen. Das Ganze hier ist gerade übrigens so ein bisschen das Gechecke wegen den Transfers. Nottingham Forest hat Gabriel Agbonlahor verpflichtet für 2,3 Millionen, die alten Pace-Huren. Und Robin van Persie geht im Endeffekt übrigens zu Everton, was ziemlich günstig ist für 19 Millionen. Also das ist wirklich überraschend in gewisser Weise. Aber gut, wenn er gehen will, dann kann Manchester United wenig gegen machen. Genau wie damals West Ham bei Ravel Morrison. Bei uns, der ja mittlerweile nicht mehr da ist. Aber wir simulieren jetzt erstmal bis zum Spiel gegen Manchester City. Allgemein wird in dieser Folge noch das Pokalspiel gegen Barnsley oder sowas kommen. Werden wir auf jeden Fall gleich den Barnsley. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall gegen die Kollegen. Und auch das wird relativ spannend. Da gibt es eine kleine Neuerung und die werde ich euch am Ende der Episode verraten. Zunächst einmal Startaufstellung für das Spiel gegen Manchester City. Wir werden natürlich Spieler spielen lassen, die fit sind, beispielsweise unter anderem Daryl Yanmart auf der Rechtsverteidigerposition, was einfach daran liegt, dass Chambers ein bisschen Fitnessprobleme hat. Allgemein auch, werden wir, glaube ich, Reus nehmen wir gar nicht raus, ich glaube, sonst war es das fast schon mit den Wechseln. Liegt einfach daran, dass die Mannschaft momentan super funktioniert und wir nicht viel ändern müssen, aber Perez kommt auf die Bank und das war es auch fast schon. Wir gehen jetzt einfach ins Spielchen, ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Die Coppa Europa, ein äußerst klangvoller Name für einen relativ unbedeutenden Pokal für Newcastle United und Manchester City, war es jetzt trotzdem Realität, im Finale dieses Wettbewerbs zu stehen und beide wollten natürlich ganz gerne den Pokal mit nach Hause geben. Das Ganze natürlich ja hier in England ausgetragen, vor heimischer Kulisse quasi für die beiden Mannschaften und Newcastles Fans hatten den Hauptteil des Stadions. Newcastle war als Heimmannschaft angereist, hatten dementsprechend das höhere Kontingent bekommen, beziehungsweise das größere Kontingent an Karten und dementsprechend war auch die Choreografie von Newcastle United deutlich beeindruckender als die von Manchester City. Sehr, sehr stark von den Magpies bzw. von den Toons, dass sie hier so eine Choreografie auf die Beine stellen. Auf der anderen Seite, was soll man sagen, der Kader von Manchester City auf jeden Fall gleichwertig mit dem von Newcastle United. Götze, Cavani und Diego Costa, alle drei in der Offensive vorhanden. Bei Newcastle, Begovic, Jan-Mart Martinez, Laporte, Mendy, dazu noch Draxler, unter anderem mit Reus, Stindl, Kabeja, Ibrahimovic und Niang. Das ist auf jeden Fall eine starke Aufstellung. Auf der anderen Seite, wie gesagt, nicht deutlich schlechter bzw. fast noch genauso gut. Und hier ist der Pokal, um den es heute gehen wird. Beide Mannschaften wollen ihn ganz gerne haben. Und Manchester City versucht es mit dieser Aufstellung. Hazan, Mangala, Kompany und Clichy. Wenig Prominenz, abgesehen von Kompany in der Verteidigung. Zumindest wirkliche Prominenz. Davor dann Touré und Fernando. Und dann Nasri, Götze, Navas und Cavani. Diego Costa überraschenderweise nur auf der Bank. Er sollte später in die Partie kommen. Und die erste Chance der Partie hatte Newcastle United über Reus. Schöner Freistoß nach knapp 10 Minuten aus 35 Metern. Hart ist da dazwischen. Wir sehen es ja, wir holen nochmal. Das war ganz schön knapp vom deutschen Nationalspieler vor der Saison. Von Borussia Dortmund zu den Magpies gewechselt. Allerdings ging es dann weiter mit Manchester City. Die meisten Chancen der Partie hatte Newcastle. Die größeren hatten auf jeden Fall die Citizens. Hier über Clichy und mit Yaya Touré. Der mit dem Ball auf Nasri, der mit ganz viel Ballkontrolle und nochmal der Ball in die Spitze. Da ist Cavani abgewehrt und da kommt nochmal Touré an den Ball, erobert nochmal zurück und das Ganze wird im Endeffekt doch geklärt. Allerdings nur unzureichend von Lars Stindl. Direkt in den Fuß von Nasri. Nochmal Yaya Touré, nochmal Cavani und Cavani legt dann ab für Fernando und wieder eine sehr riskante Grätsche und gleich noch eine im 16er. Beide Mal aber dabei gespielt und dementsprechend fair hier in der 19. Spielminute. Weiter ging es immer noch mit Manchester City. Wie gesagt, die größeren Chancen hatten die Blues. Cavani hier mit der Chance, setzt sich gut durch gegen der Real Madrid. Der Ball in den Rückraum auf Yaya Touré. Der macht das an sich sehr, sehr gut. Dreht sich noch ein paar Mal um sich selber und versucht dann in die Mitte zu ziehen. Der Ball auf Fernando. Da ist Götze. Der Schuss und Begovic ist da. Es bleibt beim 0:0. Allerdings hatte City, wie gesagt, die größeren Chancen und vor der Halbzeit wollten sie auf jeden Fall noch 1:0 erzielen. Sie versuchten es weiter, waren sehr hart. Dann kam Clichy mit Nasri. Nasri setzt die Klasse durch, die Flanke auf Götze am zweiten Pfosten. Begovic mit einer Megaparade. Geklärt von Sané. Cavani mit ganzer Klasse 1:0. Für Manchester City in der 45. Spielminute. Das war wunderbar gemacht vom Uruguayer. Da kann Begovic absolut überhaupt nichts mehr machen. Das war einfach wirklich eine klasse Parade. Zunächst vom Bosnier und dann auch klasse verwertet vom Uruguayer, der zeigt, warum er so ein Weltklasse-Stürmer ist und warum Manchester City ihn verpflichtet hat. Götze erst mit dem guten Kopfball, glücklos zunächst noch. Sané dann, beziehungsweise Mendy war es sogar, mit der schlechten Klärung hat und es ist im Endeffekt das 1:0. In der zweiten Halbzeit musste vieles besser werden bei Newcastle. Die Chancen, Intensität war noch nicht ganz so hoch. Also auf jeden Fall musste etwas Größeres her, um hier City gefährlich zu werden. Auf der anderen Seite, wie gesagt, das war alles in Ordnung. Und in der zweiten Halbzeit mal sehen, wie es da weiterging. Es startete genauso wie in der ersten Halbzeit. Raten Sie mal, womit? Mit dem Freistoß von Reus.
knapp 40 Meter Torentfernung, nicht direkt, sondern auf Niang. Die Idee war richtig gut, Ball von Niang an Sanja vorbei, der Schuss dann aber nicht so gut. Ehemaliger Torjäger bzw. Superjoker, ja, Mbaye Niang hier, scheitert er zunächst nochmal an sich selber, versucht es aber weiter hier, 57. Minute, zieht jetzt gleich klasse in die Mitte und kriegt dadurch immer einen Eckball raus. Und nach 57 Minuten gab es dann die erste richtig, richtig gute Chance in der Partie für Manchester Citys Gegner, Newcastle United. Laporta 1:1, so schnell kann es gehen. 58 Minuten durch und der Franzose macht seine Bude, Reus mit der wunderbaren Eckballflanke und der Innenverteidiger, gekommen von Athletic Bilbao, macht das Ding eisekalt rein. So kann es dann nochmal laufen, Haar komplett chancenlos unter die Latte und rein, damit da kann keiner was machen. Und City war jetzt hinten ein bisschen nervös geworden, sie brach ein bisschen ein, Young versucht es hier, Ball zunächst mal abgewehrt von Touré, aber wie vorhin unzureichend geklärt, Cabella geht nämlich dazwischen und der versucht nochmal aus der Distanz abgewehrt. Newcastle wollte jetzt hier den Sieg, allerdings, wie gesagt, City war meistens gefährlicher und sie kam nochmal nach vorne in der Nachspielzeit. Nasri bekommt hier den Ball auf Außen, macht das klasse, spielt nämlich in die Mitte auf Diego Costa, mittlerweile eingewechselt, Begovic ist da. Eieiei, nochmal Eckball in der 90. Minute und City hat auch starke Kopfballspieler, die hat nicht nur Newcastle United. Begovic hält ihn hier klasse und muss jetzt aufpassen bei der Ecke. Diego Martin ist nicht sonderlich groß gewachsen, Laporte ist zwar relativ groß, aber auch nicht so groß wie beispielsweise sein Kompany. Die Ecke von Nasri in die Mitte gebracht, der ist Standardspezialist, der kommt auf den ersten Pfosten, Fernando, und es steht 2:1 für Manchester City in der 90. Spielminute. Die Blues gewinnen also hier diesen Titel. Newcastle United hat es nicht geschafft, über die 90 Minuten konstant die Chancen von City zu verhindern. Und im Endeffekt ist Fernando am ersten Pfosten, umringt von drei Leuten und Begovic. Keiner kommt dazwischen und es war die letzte nennenswerte Aktion der Partie. Newcastle United also nicht mit dem Sieg im Copa Europa. Ist nicht so schlimm, wie gesagt, ein relativ prestigearmer Titel. Die Citizens können sich trotzdem freuen. Natürlich niedergeschlagene Gesichter bei Newcastle United. Aber trotzdem ist diese Niederlage kein Hals und kein Beinbruch. In der nächsten Partie wird es viel wichtiger. Dann nämlich im Capital One Cup gegen Barnsley. Mal sehen, wie das da laufen wird. Zunächst einmal Glückwunsch an Manchester City. Im Endeffekt muss es auch mal Niederlagen geben, im Endeffekt ist das Ganze nicht so schlimm. Im Endeffekt haben wir die Copa Europa nicht gewonnen, kriegen trotzdem immerhin 1 Million Transferbudget dazu. Wir sind übrigens Nationaltrainer von Belgien, was ich gar nicht mehr richtig wusste, aber vollkommen egal, wir senden den Kader im Endeffekt sowieso so ab, wie er momentan ist, weil ich da nicht wirklich was ändern will. Januzaj Van Aken, Nainggolan Fellaini, Bakary Batshuayi, sind alles gute Spieler, allerdings, naja, nicht wirklich notwendig, denn so wirklich kümmert mich ja dieses Nationaltrainerkram sowieso nicht. Wir haben 4 Nachrichten und das ist einmal, wie gesagt, naja, das Turnierpreisgeld von 1 Million Euro, was ganz schönes. Bart Finner haben wir dann hier auf der Scouting-Liste, den gucken wir uns natürlich gleich nochmal an. Diese Nachricht übrigens werde ich mir noch ungefähr 4 Mal angucken gefühlt, aber gut, wenn man die Nachricht nicht löscht, ist das nun mal so. Zunächst einmal kriegen wir weitere 2 Nachrichten und das ist einmal, dass Chelsea unser Angebot für 10,5 Millionen für Loire Remy akzeptiert hat. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich den holen soll. Euer Feedback war, ja, relativ eindeutig. Allerdings werde ich wirklich nochmal warten und zwar bis zum Transfer-Deadline, denn ich will erst abwarten, wie sie unsere Nachwuchsspieler machen im Pokal, denn das ist das ganz, ganz Wichtige, worum es jetzt gehen wird noch in dieser Episode. Ich will quasi Jugendforsch betreiben. Ich will allgemein, das habe ich dann festgestellt, mit der Jugend sehr viel mehr machen. Ich habe so viele extrem gute Jugendspieler. Mein Kader ist viel, viel zu breit. Ich werde sehr viele Routiniers irgendwann verkaufen und einfach wirklich sehr auf die Jugend bauen, auf die Jugend umstellen, um dann ein richtig krasses Team heranzuformen, immer viel Geld in der Tasche zu haben, also auch gute, neue, junge Spieler zu holen. Das Ganze wird also in Zukunft sehr verjüngt werden. Ich werde mir nicht mehr die krassen Spieler holen wie Reus, die etwas älter sind, sondern wirklich nur noch junge Spieler. Das ist zumindest mein Ziel. Mal sehen, wie ich das umsetzen werde. Und warum ich dazu gekommen bin, werden wir gleich im Pokal sehen. Zunächst einmal müssen wir halt in dieses Pokalspiel reingehen gegen Barnsley und das ist normalerweise nicht so schwierig, denn es ist ein unterklassiger Gegner und wir haben einen Kader, der das auch mit einer B-Elf bzw. mit einer Jugend-Elf vom Rating her alleine schon kompensieren sollte, aber naja, wir werden gleich sehen, wie das Ganze gelaufen ist. Aus dem Büro haben wir erstmal noch ein Nationalteam abgestellte Spieler und ein bisschen was aus England, was aber nicht so interessant war. Des Weiteren haben wir hier noch ein bisschen Loire Remy und machen ihm ein Vertragsangebot, das ist ja zumindest schon mal ein Anfang. Allgemein sollte er wissen, er ist kein unumstrittener Stammspieler oder essentieller Stammspieler, er ist halt wirklich nur Ersatz und damit wird er nicht zufrieden sein, mir relativ sicher, aber dazu später mehr. Erstmal machen wir die Aufstellung und wie gesagt, das wird jetzt sehr, sehr jugendlastig. Ich will Jugendforsch machen, natürlich wird auch Zieler spielen, sein erstes Spiel für ja, die Magpies jetzt quasi als reguläres Pflichtspiel, denn auch der muss ja seine Einsätze haben und guck mal, ganz ehrlich, wir haben so viele gute Jugendspieler. Wir haben Sippel, wir haben Dalin oder wie auch immer der Dalin oder wie auch immer der heißt, wir haben Chambers, der so gesehen auch ein Jugendspieler ist, weil ich den selber ausbilden werde. Wir haben hier Nightingale, wir haben Monane, wir haben Barker, wir haben Komar, den ich immer noch habe. Wir haben Nightingale hier mit 5-Star-Skills, wir haben Alto Belli, wir haben so viel und wir haben auch so viel
Spieler noch in der Jugend. Da muss auf jeden Fall noch was passieren. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Wir werden sehen, was wir da alles noch so rausholen können. Zunächst einmal machen wir jetzt die Aufstellung hier fertig. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe wenige schnelle Spieler, denn die Jugendspieler sind alle immer relativ langsam. Nightingale ist übrigens Four-Star Weak for Five-Star Skills, aber trotzdem nur 50 Tempo. Daran muss ich auf jeden Fall arbeiten, aber das wird schon. Wir gehen jetzt erstmal ins Spiel, nachdem wir hier Zieler in den Startelf gerückt haben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Pokalspiel, viel Spaß bei Jugend forscht und wir sehen uns dann, naja, wie gerade eben auch schon, gleich wieder. Gab eine durchaus bemerkenswerte Verjüngungskur bei Newcastle United. Die waren hier gegen Barnsley nach dem Copa-Europa-Spiel gegen Manchester City mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft angereist. MGT spielte vor allem mit Jugendspielern aus der eigenen Nachwuchsabteilung der Magpies. Und das war sehr überraschend, denn man wollte natürlich im Capital One Cup weiterkommen, auch wenn es kein besonders prestigeträchtiger Pokal ist in England. Trotzdem, eine so junge Mannschaft aufs Spielfeld zu schicken, war auf jeden Fall mutig. Unter anderem routinierte Spieler wie Chambers oder Zieler mit dabei. Der Ersatztorwart kam zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz. Allerdings trotzdem natürlich deutlich einfacher gegen beispielsweise ein Nightingale oder ein Altobelli zu spielen, als gegen Ibrahimovic und Reus. Auf der anderen Seite Turnbull, Brownie, Adanga, Craney, Turton, Digby, Barry und natürlich auch der sehr schwer auszusprechende Hurry, Hayne, Barry, Treacy und Cole im Sturm. Also sehr defensive Aufstellung, das mussten sie natürlich auch so machen, denn trotz dessen es eine B11 war, waren die sehr, sehr gut und wir gehen gleich mal rein in das Projekt Jugend forscht und diese Abteilung funktionierte direkt mal sehr, sehr gut mit Kingsley Coman, macht das hier klasse auf Außen gegen Brown, der Ball in den Rückraum, da ist Nightingale gerade schon angesprochen, die erste Aktion vom Engländer, er ist vielleicht der trickreichste Spieler im Kader von Newcastle United, zumindest wird das gesagt, gilt als sehr, sehr talentiert und hat angeblich schon, naja, die Augen aufblitzen lassen bei unter anderem Marco Reus und Zlatan Ibrahimovic. Das ist natürlich ein Aushängeschild und er wollte auch direkt mal zeigen, was er drauf hat und das macht er auch beeindruckenderweise. Hier erst gegen Bailey und dann gegen Digby, den nimmt er richtig aufs Korn, den nimmt er richtig auseinander, setzt sich hier klasse durch und im Endeffekt dann gegen vier Leute will er abschließen und wird gefoult von Digby. Dafür gab es Gelb und Freistoß aus aussichtsreicher Position. Nightingale hat also gleich mal bewiesen, dass er wirklich ein sehr trickreicher Spieler war, hat sich allgemein hier ins Rampenlicht gestellt. Zunächst einmal der Freischuss, Altobelli, 24. Minute. Gute Situation für den Italiener. Schafft es nicht einmal ins Tor zu bringen. Es bleibt beim 0:0. Nightingale war übrigens der auffälligste Spieler auf dem Platz. Allgemeine sehr, sehr gute Performance von den Jugendspielern. Das hatte man eventuell gar nicht so erwartet, aber sie waren alle sehr, sehr routiniert. Allerdings kam dann das erste Mal Barnsley nach vorne. Und auch die haben natürlich routinierte Spieler wie Cole. Legt ihn mal in den Rückraum. Da ist Bailey. Plötzlich steht 1:0 für Barnsley. So schnell kann es natürlich gehen. Da ist die Defensive nicht geordnet genug. Und im Endeffekt macht er dann den Ball einfach rein. Bailey, keine Chance für Zieler. Diesen Ball abzuwehren. Da stand die Innenverteidigung nicht sonderlich gut. Mit Sippel und Chambers beide nicht gewohnt, Innenverteidiger zu spielen. Heute sollten sie es ausprobieren und es ging direkt schön nach hinten los. Natürlich versuchte Newcastle trotzdem zurückzukommen. 45. Minute. Nightingale mit dem Ball nach außen auf Oxlade Chamberlain. Nochmal zurück auf Nightingale. Wie gesagt, der auffälligste Spieler. Knapp am Tor vorbei. Es blieb beim 1:0. Allerdings war das die letzte Szene in Halbzeit 1, denn Newcastle versuchte es weiter. Altobelli mit dem Ball auf Campbell. Campbell versucht hier selber zu schießen, wird abgeblockt und muss es dann indirekt machen mit der Flanke auf Jose Perez. Perez mit dem Kopfball und es steht 1:1. So schnell kann es dann gehen. Newcastle also zurück im Rennen. Die mitgereisten Fans vollkommen aus dem Häuschen. Jose Perez hätte wohl selber nicht gedacht, dass er ein Kopfballtor macht in dieser Partie. Aber Campbell mit der butterweichen Flanke und im Endeffekt kann sich der Spanier durchsetzen. Turnbull chancenlos und es steht 1:1. Und in Halbzeit 2 machte Nightingale da weiter, wo er aufgehört hatte. Mit sehr, sehr viel trickreichem Spiel und sehr, sehr viel gutem Spiel. De Jong war eingewechselt, aber zunächst einmal versucht es der Engländer weiter. Hier mit dem Doppelpass jetzt gleich mit dem Niederländer. Der schöne Schuss, ja, aber er wird abgefälscht. Und im Endeffekt war das ja so ein bisschen der Auftakt für eine Kontersituation für Barnsley. Flanke von Barry in die Mitte, verlängert diesmal von Bailey und diesmal hat Cole die Chance mit dem Schuss und Zieler ist da. Wunderbare Parade vom deutschen Nationalkeeper. Das war sehr wichtig, dass er hingegangen ist, denn so schnell kann es mal gehen. Ein Ball rutscht durch und zack, gibt es die Riesenchance für Barnsley. Eigentlich nicht das 1:2 aus Sicht von Newcastle, sondern es bleibt erstmal beim 1:1 auch dein Ron-Robert Zieler. Es ging weiter mit Nightingale. Wie gesagt, der stand im Spotlight, auch wenn mittlerweile 7 De Jong eingewechselt wurde. In der Offensive war er mega stark. Der Ball kommt hier über Umwege zu Campbell und der versucht es dann erstmal. Der Ball kommt nochmal zu Nightingale und der zeigt, wie trickreich der ist. Gegen vier Leute auf engstem Raum. Der Schuss 2:1 Newcastle. 74. Minute. Zurücklehnen und genießen dieses Tor von Callum Nightingale. Sein erstes Pflichtspieltor für Newcastle United. Die Fans zu Recht aus dem Häuschen. Und wir gucken uns das Ganze jetzt hier nochmal in der Wiederholung an. Oxlade Chamberlain beglückwünscht ihn vollkommen zu Recht. Das war wirklich klasse gemacht auf engstem Raum. Ohne Probleme, der Abschluss wunderbar, Turnbull chancenlos, 2:1. Allerdings kam Barnsley zurück, denn Newcastle zog sich ein bisschen in die Defensive, war ein bisschen ausgepowert und das war der Fehler. Niatanga, Innenverteidiger seines Zeichens, auf Cole, der Schuss abgewehrt, der Kopfball und es steht plötzlich 2:2. Ron-Robert Zieler haut sich dieses Ding selber rein, zunächst klasse abgewehrt, der Nachkopfball nicht so stark und irgendwie verliert er die Orientierung, macht das Ding selber rein. Bitter, bitter für den deutschen Nationalkeeper, also 2:2 und Newcastle muss anrennen, will natürlich nicht in die Verlängerung. Der stressige Liga
Alltag ist schon viel genug. Dann kommen wir nochmal zu Nightingale hier an der 16er Kante. Wir wissen, wie trickreich der ist. Setzt sich wieder klasse durch, macht das wunderbar auf engstem Raum. Der Pfosten rettet im Endeffekt für Barnsley. Sie kommen in die Verlängerung. Es war die letzte Aktion von Nightingale. Der wurde dann Gott sei Dank für die Defensive des Drittligisten ausgewechselt. Es kamen dafür andere Offensivkräfte, unter anderem Lars Stindl, Oxlade-Chamberlain hier in der zweiten Halbzeit der Verlängerung bereits. Macht das klasse. Turnbull ist da. Es bleibt beim 2:2 von Stindl. Hatte man nicht viel gesehen, allgemein aus seiner Einwechslung. Mehr von Oxlade-Chamberlain. Der Ball kommt nach außen zu Chambers. Newcastle warf alles nach vorne, wollte auf keinen Fall ins gefährliche Elfmeterschießen. Chambers, der Innenverteidiger, vorhin mit dem Fehler. Jetzt mit der Riesenchance auf der anderen Seite. Wieder ist Turnbull da. Es wollte einfach nicht sein. Aber Newcastle gab niemals auf. Zu keinem Zeitpunkt erschien es so, als ob sie hier irgendwie mit dem Elfmeterschießen abgefunden hatten. Dahlin macht das über außen klasse. Setzt sich da nochmal gut durch. Der Ball kommt in die Mitte auf Oxlade-Chamberlain, der in den Rückraum zu Stindl, gerade angesprochen, nicht sonderlich auffällig. Und dann plötzlich doch mit der Riesenchance. Lars Stindl 3:2. 120. Minute. Newcastle United schafft es tatsächlich in der letzten Sekunde der Partie, das Spiel noch zu drehen bzw. auf ihre Seite zu lenken. Der klasse Schuss von Stindl nach der super Einzelaktion. Oxlade-Chamberlain und Dahlin mit der klasse Vorarbeit. Und somit ist Barnsley raus aus dem Capital One Cup. Newcastle glücklich weiter. Man muss es einfach so sagen. Es war im Endeffekt verdient nach den vielen großen Chancen, aber Barnsley klasse dagegen gehalten. Und auch wenn Projekt Jugendvorspiel bestimmt nicht abgeschlossen sein wird, muss man daran denken, es wird nicht einfacher, wenn nicht die Routiniers auf dem Platz spielen. Es wird schwerer, es wird riskanter. Für die Fans ist es trotzdem schön und Barnsley ist im Endeffekt einfach nur raus aus dem Capital One Cup. Ich hoffe, ihr versteht das, was ich meinte. Es macht einfach extrem Spaß, mit Spielern wie Nightingale zu spielen. Wisst ihr, die hat man selber Erfolg gemacht. Die kennt kein Schwein einfach. Und du hast die quasi aus deiner eigenen Jugendmannschaft. Du baust die selber auf. Du kannst die Ablösesumme nach oben treiben und so weiter und so fort. Und das will ich jetzt ganz vermehrt machen. Ich habe ja gerade schon angekündigt, ich werde nur noch junge Spieler kaufen. Wir sehen da unten beispielsweise Bart Finne. Der ist 22, der ist jung genug. Aber solche Spieler wie Marco Reus mit 27, 28, die werden nicht mehr geholt werden, weil ich einfach auf junge Spieler bauen will. Ich will sehr viel Geld haben. Ich glaube, auch das habe ich schon erläutert. Ich will einfach die Spieler teuer verkaufen. Auch am Transfer-Deadline, der gibt es übrigens in der nächsten Episode. Mal sehen, ob ich mir Remy überhaupt noch holen werde, denn, wie gesagt, ich will den Kader verjüngen, ich will den Kader allgemein auch ausdünnen und ich will viel Geld haben, damit ich viele extrem geile junge Talente kaufen kann und meine eigenen Talente so gut ausbilden, wie es geht. Denn ich glaube, auch mit jungen Talenten, da sieht man auch in anderen Karrieremodi, egal ob die ein 72er-Rating haben, die können trotzdem alles zerreißen, wenn sie schnell sind, wenn sie gutes Dribbling haben, wenn sie guten Schuss haben. Wir werden sehen. Auch bei Ingolstadt im Karrieremodus, den ich privat gemacht habe, Matthew Lecky hat auch in der ersten Liga alles zerschossen. Also ich glaube, auch in diesem Karrieremodus ist das möglich. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, allgemein, wie ihr diese Episode fandet. Ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen und wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Das war es nämlich von dieser Episode. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. In der nächsten Episode gibt es dann den Transfer-Deadline-Day. Ich sage es zum zweiten Mal, ist mittlerweile spät, weil ich das zum vierten Mal aufnehmen muss, weil ich zweimal gefailt habe. Aber vollkommen egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.